Hallöchen hier, der Nale 4 und willkommen zurück bei Star Wars Jedi Fallen Order. Wo es weitergeht, hier zurück auf Zepho. Wo es jetzt weitergeht hier? Mit dem Schnetzeln der Sturmtruppler. Guck mal hinten, wir haben schon zwei neue wieder rausgelassen. Sehr cool. Okay, gut. Dann. Batz. Machst du das mal? Okay. Dann gehen wir mal rein und gucken mal, was du gefunden hast. Also was drin. Sternenjäger, neue Mantis-Lackierung, okay. Und weiter geht's. Okay. Nein! Oh, das war immer. Okay. Hä, sag mal, warum rutscht denn da runter? Was ist denn los? Oh Gott. Okay. Ich glaube, die wissen nicht, dass er hier war. Dann sind wir im Vorteil. Okay. Noch. Okay, gut. Noch irgendwelche Viecher? Ob es da noch irgendwie ein verstecktes Goodie gibt. Nee, ne? Tut's, glaube ich, nicht. Das ist interessant. Wir sind hier richtig. So, nun, guck mal. So, da geht's weiter. Hier ist auch noch was. Ist wieder so eine verschlossene Tür, die ich nicht scannen kann. Also, die ich nicht öffnen kann. Ich komm nicht durch. Na genau. Das kommt erst noch. Ist ein Sturm. Er hat die Ausrüstung des Imperiums lahmgelegt. Etwas zieht mich dorthin. Nicht nur der Sturm. Geh dem nach. Lass die Macht deine Instinkte schärfen. Na gut. Ich gebe mein Bestes. Gut. Dann meditiere erstmal eine Runde. So. Dann würde ich sagen, gehe ich erstmal hier gucken, ob irgendwas ist. Irgendwas Tolles. Ha, da ist noch so ein Ding. Sind die verbunden? Das scheint so, ne? Also ich muss auf jeden Fall irgendwie hier runter. Guckst du mal.
was du hier noch so findest. Zack, Hörnchen ab. Wunderbar. So, da ist noch eine Kiste. Lieber BD1. Na gut. Irgendwas Brauchbares? Neue Lichtschwerthülse erhalten. Pflicht und Entschlossenheit 2. Sehr schön. So, da geht's hoch. Aber hier ist auch noch was, ne? Oder jetzt? Ach, da oben ist noch ein Viech. So, und du willst was scannen, ha? Huh? Scan mal. 9 Terrariumsamen halten. Ah, okay, das waren diese Dinger, die ich dann auf der Mantis einsetzen kann. In dem Gewächsgedöns. Ja, schön, okay. Aber ich glaube, mehr ist hier erstmal nicht. So, hier ist noch eine Höhle. Okay, da geht's durch. Oder alles durch muss. Okay. So einen Sturm habe ich noch nie gesehen. Ja, unglaublich. Okay, ich muss jetzt, glaube ich, hier die Kugel irgendwie. Okay. BD, alles gut. Okay, da ist was Rotes. Ich kann es aber nicht bewegen. Diese roten Dinge. Das ist auch die Sache, wo ich das Ding hinbringt. Okay, da hinten ist ein Speicherpunkt. Ich bin im Grab. Riesen. Imperial? Kein Anzeichen hier unten. Was ist mit Cordova? Ich weiß nicht genau, wonach ich suche. Er ist, Exzentrisch? Wem sagst du das? Aber er würde uns nicht zum Spaß hierher schicken. Bleib offen für alles. Okay, das Auge des Sturms. Die Crew reiste zum Heimatwelt der Zepho, um die von Cordova erwähnten Gräber zu suchen. Dabei erfuhr sie, dass das Imperium Zepho besetzt hatte, um alte Artefakte abzubauen. Genau. Die Direktive mit dem Codenamen Projekt Bohrer war jedoch beendet worden, als sich die Magnetwinde auf Zepho als unkontrollierbar erwiesen. Jetzt finden sich Cal und BD in einem alten Zepho-Grab wieder, um dort nach Botschaften von Cordova zu suchen. Okay. Dann würde ich echt mal sagen, gehst du erstmal speichern, ne? Hast du das gesehen? Okay. So. Was haben wir das mal? Hier durch.
Okay. Taktische Leitfaden. Skunkus. Vermeide jeglichen Takt und bewege dich vorsichtig um die zentrale Kapsel herum. Der explodierende Kern kann als Verteidigung gegen andere Gegner genutzt werden. Skunkus sind parasitäre, pflanzenähnliche Organismen, deren toxische Sporen explodieren können, wenn sich eine Bedrohung nähert. Mehrere Gruppen kleinerer Hülsen bilden im Boden einen größeren Zentralbau. Es gibt mehrere Arten dieser aggressiven, für ihren widerlichen Gestank und ihr weiches, gehirnähnliches Gewebe bekannten Spezies. Ja, nu? Wie krieg ich die platt? Na, okay. Also irgendwie durch und durch. Nein, so nicht. Okay, also nicht angreifen, die machen nichts. Ganz entspannt. Kügelchen. Das heißt, hier muss noch irgendwas sein. Da oben geht's rein. Bei dieser Kugel muss ich anscheinend irgendwas machen. Irgendwie. Da hinten ist auch noch was ich aktivieren kann. Aber hier komme ich erstmal so nicht weiter. Da brauche ich diese. Fähigkeit. Ich glaube, ich bekomme die hier auch. Vermute ich mal sehr stark. Jetzt kann ich die hier bewegen. Okay. Schön. Dann mach das hier auch mal auf. Nach Hinweis fragen. Ob die Kugeln was mit den Halterungen am Boden zu tun haben? Was denkst du, BD? Bitte hören wir das Rätsel um einen Hinweis. So, das auf jeden Fall hier. Okay. Okay. Wir fanden Rituale der Sephostadt. Sie haben hier Machtnutzer trainiert. Meditationsrelikte. Sepho-Meditationsreliktdienste bei alten Ritualen der Ausbildung von Machtnutzern. Ja, wie, das war jetzt alles hier. Mehr nicht.
so einen Hinweis, nee, ne? Gut, die ist hier drin. Alles klaro. Jetzt muss ich aber trotzdem irgendwie noch hier durch diese andere Tür. Auch noch weitergehen. Da ist noch irgendwie eine Wand zum drüber laufen, da geht aber nichts. Das kann ich auch nicht benutzen. Irgendwas muss doch hier noch sein. Ihr Lieben. Ich muss da unten hin. Und da komme ich ja nicht mehr hoch. Dadurch komme ich auch nicht. Aber hier ist was zum Klettern. Oh Mann. Oh, Kinders. So. Ich werde gleich wieder zumachen. Kann ich mich daran festhalten? Nein, kann er nicht. Irgendwie so muss es doch gehen. Was mache ich vielleicht hier mit dem? Ich kann doch bestimmt da drauf gehen. Irgendwie muss ich doch mich mit dem Ding darüber hangeln. Und jetzt erstmal speichern. Okay. Heieiei. So, ausruhen. Okay. Oh Gott, oh, das ist riesig, ey. Schön. So. Da ist rutschig. Da ist noch eine Kugel. Und da hinten ist irgendein Vieh. Ich bestimmt erstmal platt machen muss. Das ist ganz was Neues. Okay.
Okay, nicht resetten, nicht resetten. Okay. Grabwächter. Stark, langsam und durch einen zentralen Energiekern geschützt. Leuchtet der Energiekern, kann er mit äußerer Gewalt und Vorsicht entfernt werden, um einen kritischen Angriff auf den Wächter zu ermöglichen. Grabwächter sind ein alte von den Zepho konstruierte Automaten, deren Hauptaufgabe vermutlich der Schutz heiliger Stätten war. Da über ihre Fähigkeiten bis heute nur wenig bekannt ist, sollte man sich ihnen nur mit äußerster Vorsicht nähern. Ihre kalten und gleichgültigen Angriffe basieren nicht auf Bosheit oder Selbstverteidigung, sondern sind eine programmierte Reaktion auf Eindringlinge. Aufgrund ihrer mächtigen, nicht blockbaren Attacken sind sie vor allem in beengten Gebieten ohne Ausweichmöglichkeiten äußerst gefährlich. Ihre wichtigste Schwachstelle scheint der Energiekern über den Oberbauch zu sein. Jede Störung des Kerns müsste ihre Abschaltung auslösen. Okay. Okay. Jetzt habe ich noch einen Fähigkeitenpunkt. Muss gucken, was hier noch zu tun ist. Irgendwas. Muss ich mit diesen Kugeln machen. Hier ist diese Kugel. Da geht es nicht weiter, aber hier rutsche ich runter. Dann puste mal die Kugel da rein. Hier hoch. Okay, dann an die Mauer entlang laufen. Nein. Oh Mann. Okay, auf nochmal. Das geht nicht. Das kann ich aber auch nicht zumachen. Aber so. Okay. Okay, warte mal. Das pustet mich da überall runter. Also hier hin laden und dann da hoch. Oh Gott. Ja. Okay.
Aber hinten ist noch was, ne? Ein Lichtschwert löst wohl nicht alle Probleme. Ja, genau. Dann machen wir zu. Die kommen wieder. Okay, das heißt... Ach gut, die Armen. Ja, und jetzt? Muss ich mit Anlauf, glaube ich, darüber jumpen, ne? No, okay, das ist okay. Dann. Okay. Gut. Und da ist noch einer. Och, nee. Okay. Gut, ja, ist in Ordnung, dann war es das. So, da will ich auch gehen rein, aber da kann ich auch nicht hin. So, dann. Ja, cool. Speichern irgendwie so ein bisschen. Was ist los, Kumpel? Alte Statuen. Diese Statuen wurden in die natürlichen Wände der Höhle gemeißelt. Sie stellen Sepho mit Speeren dar. Möglicherweise denselben Speeren, die ihre Gräber mit Energie versorgten. Okay. Ist hier was, ne? Okay. Oh Gott. Konzentration! Jedi wollen keine Aggression, wir stellen uns gegen sie. Die Macht, sie ist unser Schild. Die Hindernisse auf deinem Pfad definieren den Pfad. Was im Weg steht, wird selbst zum Weg werden. Gut. Versuch's erneut.
Schleudere die Kugel per Schub auf das Ziel. Okay. Ist okay, ich brauche ein bisschen Übung, hey, meine Güte. Gut, weiter so. Blicke immer auf den Ball. Jetzt schneller, schließ den Test ab. Was im Weg steht, das setzt zum Weg. Oh, schieb Objekte, gib mir eine Macht von dir weg. Oh, geil. Endlich, endlich. Nice one, okay. So, da vorne ist einer. Ich hoffe, das ist nur einer. Suche das Auge des Sturms. Mein Freund, sieh dir die Details auf dieser Rinde an. Die unverwechselbaren Streifen. Das kann doch nur ein Roshir-Baum von Kashyyyk sein. Zeit für einen Besuch bei einem alten Freund. Wenn die Sepho Kontakt mit Kashyyyk hatten, stehen die Chancen gut, dass Häuptling Tarful darüber Bescheid weiß. Mehrere Einträge, okay. Aber das lese ich jetzt nicht, denn da hinten kommt Kollege Schnürschuh. Okay, das heißt, mit dem Schuh kriegt die platt. Okay. Oh, da liegt ein dicker. Eilrams Sarkophag. In den alten Sepho-Sarkophag ruhten die sterblichen Überreste des weisen Eilram. Letzterer war der letzte Sepho, der eine Beziehung zu den Bewohnern von Kashyyyk aufbaute und die Vegetation des Planeten innig liebte. Heute sind seine Überreste für alle Zeit unter den Wurzeln eines versteinerten Vroshir-Baums begraben. Alles klärchen. Dann rumsen wir es mal weg und erstmal Kashyyyk als Reiseziel freigeschaltet. Sehr schön, würde ich sagen. Finde Tarful auf Kashyyyk. Den Holotisch auf der Mans benutzen. Okay, aber erstmal meditieren. So, habe ich hier irgendwelche neuen. Karl hat seine Verbindung mit der Macht geheilt. Neue Fähigkeiten sind verfügbar. Ja, geil. Oh ja, sehr gut. Okay, was haben wir hier? Massenschub. Hältst du Schub, kann Karl Gruppen von Gegnern zurückwerfen und große Gegner ins Wackeln bringen. Okay. Erweiterte Machtregeneration. Kerl regeneriert mehr Macht, wenn er einen Gegner besiegt. Trifft er einen blockenden Gegner, regeneriert er ebenfalls Macht. Okay. Kerls maximale Macht erhöht sich. Gruppen verlangsamen. Hältst du verlangsamen, kann Kerl alle Ziele in seinem Umfeld verlangsamen. Anvisierte Gegner werden länger verlangsamt. Okay. Verbesserter Vorstoß. Erhöht die Distanz, die Kerl mit einer Sprintattacke zurücklegen kann. Rückstoß. Ein Luftangriff, mit dem Kerl Gegner in seiner Nähe bei der Landung zurückstoßen kann. Okay. Verzögerter Stoß. Wartest du einen Moment, bevor du einen Angriff ausführst. Nachdem Kerl sein Lichtschwert geschwungen hat, kann er einen Spezialangriff mit größerer Reichweite ausführen. Okay, und dann haben wir hier verbesserte Stims. Kerl regeneriert zu seinem Leben, wenn er einen Stim-Behälter von BD1 benutzt. Okay. Maximale Gesundheit. Was haben wir hier? Agile Ablenkung. Kerl lenkt Blasterbolzen automatisch ab, während er sprintet oder seine Wandlauffähigkeit nutzt. Okay. Was haben wir hier? Kombo-Verzögerung. Ja, das war die Sache. Ich würde sagen, ich mache erstmal hier die mehr Leben. Hier. Mehr Leben ist immer gut. Sehr schön. Okay. Dann würde ich sagen, ruste dich mal aus. Und wie es dann hier weitergeht.
was jetzt alles noch so Tolles schubsen und machen kann, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Bis dahin macht es gut und ciao, ciao.